Ach ne, guck mal, hier ist der Bremssattel kaputt, aber die Bremsklötze sind noch okay. Na, sieh mal einer Schau. Habe ich gerade gar nicht. Also hätte ich nicht gedacht, dass es doch so geht. Naja, da müssen wir nur beim Zusammenbauen wieder achten, dass wir irgendwie die gebrauchten Bremsklötze auch noch wieder verwenden. Dann ist ja noch okay, alles wenn die gelb sind, oder? Stand jetzt nichts von erneuern oder so. So, hinten rechts haben wir dann auch. Ab nach vorne rechts und dann wird erstmal wieder geshoppt. Zack, hier runter. Also ich glaube, wir brauchen 4 neue Klötze, 4 neue Scheiben und 1 oder 2 neue Sättel, ne? Wie war das denn? Zack, also Scheibe 1, 2, 3 und 4, jawohl. Einen neuen Bremssattel. Ja, der ist auch noch okay. Und wir haben noch 1, 2, 3, 4 intakte Bremsklötze. Das heißt, wir brauchen 4 neue. Ja, genauso wie ich gesagt habe. So. Bremse. Da ist der neue Sattel. Da sind dann einmal 1, 2, 3 und 4 und 1, 2, 3. Na, und 4 Bremsklötze und Bremsscheiben. Da können wir direkt schon wieder mit der Anschrauber-Action beginnen. Einmal den Assemble-Mode wechseln. Und dann geht's hier ab. Passt mal auf, ich mach das so. Ich unterstelle doch mal, dass vorne die wichtigeren Bremsen sind. Na, so, hier wollte ich doch hin. Das heißt, wir können hier eigentlich hingehen und hinten die etwas schwächeren Bremsklötze einbauen, oder? Da darf mich jeder Schrauber unter euch gerne berichtigen. Ich würde jetzt sagen, wenn vorne die Bremsen stärker sind und dann eher blockieren, ist es nicht ganz so schlimm wie hinten. Ja? Wenn die Bremsen hinten noch stärker sind als vorne, kann es doch sein, dass man so einen Handbremseneffekt hat, oder? Und die Reifen einfach hinten stärker bremsen und an der Belastungsgrenze vielleicht dann eher blockieren. Was dann zu einem Ausbruch des Heck oder zum Ausbruch des Hecks irgendwie führen würde. Wie gesagt, belehrt mich da gerne eines Besseren. Ich mach das jetzt einfach mal so. Zack, ihn wollte ich natürlich nehmen. So, dann haben wir komplett hinten die etwas minderwertigen Bremsen mit den etwas abgeschlissenen oder verschlissenen Bremsklötzen. Na gut. Roll dich rum. Vorne kommen dann die brandneuen Sachen drauf. Hätten wir jetzt noch hingehen können und noch irgendwie einen neuen Bremssattel, noch einen extra zusätzlich irgendwie einen neuen kaufen, aber ich glaube, das brauchen wir gar nicht. Das dürfte doch so wohl ausreichen, oder? Müssen wir gleich mal gucken, was der Haken sagt. Der Hungerhaken, was sagt der wohl? Yeah. Zack. Er sagt, dass ich ein bisschen klicken üben muss, das ist ja schrecklich. So, so, wir schrauben deutlich schneller auch. Fällt mir gerade mal so auf. Zack, 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 sind hier die Schrauben drin, egal wie lang, egal wie dick. Damit kennen wir uns aus. So, und was sagt der Haken? Dann. Haken ist nicht da. Ich check den nochmal eben auf dem Diagnostic Path, auch wenn das immer ein bisschen dauert. Aber vielleicht ist das ja noch vonnöten, weil wir abschließend nochmal die Bremsen inspizieren mussten. So. 9,4 Differenz von rechts zu links oder von links zu rechts von mir aus. Aha, hinten sehr schwach. Okay, dann merkt man das doch sehr stark. Können wir den schon wieder abbrechen? Nee, komm, wir machen das nochmal eben zu Ende. Ja, dann meckert der vielleicht auch wegen der Differenz vorne. Vorne rechts war schwächer, ne? Ja, müssen wir eben schauen, was er dann jetzt sagt, wenn wir hier fertig sind. Vielleicht schließt das ja auch jetzt die Inspektion ab und danach haben wir es trotzdem geschafft. Vielleicht müssen wir auch eine Probefahrt machen, aber ich glaube nicht. Wir gucken erstmal, was der Reparaturauftrag sagt, ob da jetzt ein Haken dran ist oder nicht.
Ansonsten müssen wir vielleicht doch hingehen und die gelben Bremsklötze nochmal austauschen, was? Haken ist nicht dran. The brakes on the perform a general inspection of the brakes. Ja. Sollen wir doch mal eben hier so machen? Ich mach das jetzt mal eben. Da ist ja auch ein Bremstest immer dabei. Vielleicht gibt uns das ja noch irgendeine Erkenntnis oder auch den abschließenden Haken, den wir brauchen. Und Handbremse! Yeah! Oh. Ich mag's ja irgendwie, auch wenn die ein bisschen nerven, diese Tests. Aber weil die Handbremse dabei ist, hat das nochmal irgendwie 30% Fahrspaß rausgeholt. Kann man hier so schön... fehlt die Mucke dann so ein bisschen, ne? wenn die Action-Szenen dann doch kommen. Die Action-Szenen. So, Beschleunigung, Brems- und Slalom-Test haben wir bestanden. Suspension-Test auch. Und im grünen oder im roten Viereck sind wir auch gelandet. Jetzt bin ich aber mal gespannt, ob das jetzt schon ausreicht, Kinders. Na. Reicht natürlich nicht aus, als hätte ich es gewusst. Ach, und der Watersplash hat schon aufgehört mit Counter-Strike zocken. Der zockt sich aber zurecht, ich sag es euch, Leute. So, was sagen denn noch die Bremsen? Was ist denn jetzt noch irgendwie nicht in Ordnung? Sind es wirklich die Bremsklötze vorne? Müssen wir die erneuern? Haben wir hinten noch irgendwas übersehen? Aber da sehe ich auch nichts mehr Rotes, ne? Gibt's vielleicht noch, Bremskraftverstärker oder sowas. Müssen wir einen ODB-Check vielleicht noch machen. Den mache ich nochmal eben. Kann ja sein, dass der Fehlerspeicher geleert werden muss, damit die Bremsen als neu erkannt werden. Was weiß ich? Weiß der Geier. Als ob ich hier mit allzu viel Logik dran gehe. Ich glaube nicht. Das fällt mangels Fähigkeiten schon mal flach. So, was sagst du denn jetzt? Auch nicht, natürlich. Passt auf, dann gehen wir nochmal hin und nehmen doch dann hinten echt die Bremsklötze raus. Bringt das denn was? Bringt das denn was? Ich glaube schon. Mal gucken. Wir versuchen es einfach. Ist ja auch jetzt nicht so viel zu schrauben. Dann bliebe als letzte Variante noch drei neue Bremssättel zu kaufen. Um die dann auch auszutauschen. Aber wie gesagt, das glaube ich noch nicht, oder? Ich glaube es nicht. So. Bei 65%, ich meine, hallo. So. Dann mal eben vier neue gekauft. Na, klack. Irgendwie klickt er nicht so, wie ich möchte manchmal. So, hier sind sie. 1, 2, 3 und Nummer 4. Direkt wieder in den Montagemodus. Dran geklatscht, die Dinger. So, auch du. Dann den Sattel und dann noch den Reifen wieder. So, und zum Glück müssen wir das jetzt nur hinten machen. Dann geht es relativ schnell, dass wir dann auch gucken können, ob es jetzt dann auch gut ist, ja? Das müssten ja wohl alle... zumindest schon mal symmetrische Werte haben hier hinten und vorne und rechts und links. Es sei denn, so ein Bremssattel macht echt noch so viel aus. Ich meine, der drückt natürlich die Bremsbacken an die Scheibe, ja, also das ist mir auch schon klar. Deswegen kann der auch natürlich abnutzen, aber ob ich möchte, dass das so ist, weiß ich nicht. Scheiße! Ja, was soll es dann jetzt noch? Die sind so, der ist so, das ist so, das ist so. Ja, also Bremsklotz-Austauschaktion, oder was? Drei Bremsklötze, vorne links ist okay. Ach ja, Bremsklötze, sage ich, Bremssättel, Sattel. Ich kaufe die jetzt einfach, sonst weiß ich nämlich echt nicht, was hier zu tun ist. Ich meine, die sind scheiße teuer.
Aber gut, können wir nichts dran machen. Zum Glück müssen wir da nicht alles für abschrauben, sondern nur hier 7 Schrauben lösen. Und dann geht's hier wieder rein und dann kommt da ein neuer dran. Vielleicht will der ja wirklich die komplette Bremsanlage top in Schuss haben. Ja, das kann ja sein. Ich meine, das möchte er doch dann bitte das nächste Mal vermerken bei Auftragsannahme. Oder einfach dazu sagen, dann werde ich das vermerken. Das ist doch so kein Zustand, in dem ich hier arbeiten muss. Du einmal wieder runter. Dürfen wir natürlich dem Kunden nichts von anmerken lassen oder nichts mitkriegen lassen davon. Wir sind natürlich eine Profi-Werkstatt. Hier gibt es keine Fehler. Wir sind nicht sauer auf die Kunden. Der Kunde ist König. Wir trinken nicht zu viel Kaffee und machen keine sexistischen Männerwitze. Das heißt, auch Sie, liebe Dame, können unsere Werkstatt besuchen, sofern Sie es denn schaffen, einzuparken bei uns. Nein, Quatsch. Meine Ex, die konnte zwar nicht einparken, aber war auch keine Frau. Nein, das habe ich jetzt nur aus Verwirrung gesagt, weil ich am falschen Reifen war. Meine Ex war natürlich eine Frau, aber konnte dennoch nicht wirklich gut einparken. Aber ich kenne auch Männer, die nicht gut einparken können, also so ist es nicht. Hat damit nichts zu tun, ne? So, erstmal hier die letzten Muttern noch verrückt machen und drehen hier. Die letzten Schrauben im Handumdrehen festmachen. So, und jetzt möchte ich doch echt mal wissen, ob das ausreicht. Und es reicht aus. Na bitte, 2800 streichen wir uns ein. Jawohl, hätte ich trotzdem nicht gedacht, dass irgendwie was 65%iges Gelbes ausgetauscht werden muss bei so einer Beschreibung. Oh, Perform Chip Tuning, mindestens plus 10%. Mein Auto braucht mehr Power. Achso, wenn es voll beladen ist, hat es Probleme, den Hügel hinaufzukommen. Und was sehe ich schon im Hintergrund? Macht mal eure Augen zu. 3, 2, 1. Bäm. Neue Werkstatt. Und die sieht natürlich jetzt kleiner aus als die andere Werkstatt. Aber zum einen haben wir einen fetten Flatty hier rumstehen. Zwei sogar hier rumhängen, die... Also der eine zeigt ja wohl hier auf den Diagnostic Path und der andere, wo zeigt der denn? Oh, da ist ja noch was. Oh, ein Prüfstand, ein Leistungsprüfstand. Nee, wie geil. Ich meine, hier so eine schöne... Also wir haben jetzt eine richtige Premium-Werkstatt, möchte ich nur mal eben sagen. Ja, da ist jetzt die dritte Werkstatt, die wir erreicht haben. Habe ich auch ganz vergessen. Ich habe schon gedacht, bei Auftrag 50 Schluss oder so. Aber jetzt kommt ja noch sogar noch eine dritte Werkstatt. Das ist ja phänomenal hier. So, und wie geil sieht's hier bitte aus? Ja? Gucken wir uns mal um. Riesiges Garagentor. Hier unsere schöne Schrauberwand haben wir natürlich mitgenommen. Der Schraubstock aus Garage 1 ist noch mit am Start. Unsere Ölauffangstation auch. Optimal. Hat wieder ein Paket da gelassen, was auch immer da drin ist. Entschuldigung. So, hier haben wir den Carlifter. Hier eine riesen Werkzeugkiste. Können wir nichts mehr machen, können wir auch nicht dran. Und hier können wir die Karre dann auf den Path-Test. Achso. Das ist doch, glaube ich, dann auch wieder der Diagnostic Path, oder? Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Wir gucken nochmal eben rum. Oh, hier können wir uns jetzt sogar hinsetzen, während wir unsere Bestellung durchführen. Irgendwas noch ausdrucken für die Kunden. Ganz super toll, ganz super wichtig. Dann hier eine fette Lounge, wo 6 Leute Platz nehmen können. Hier steht unser Radio, die werden schön beschallt. Hier gibt es wahrscheinlich dann eigentlich noch Kaffee und so. Ja, und dann hier... Geil, ein Prüfstand. Ich bin begeistert, ich bin echt begeistert. So, und unser erster Auftrag in der neuen Werkstatt, Auftrag 44. 10% mehr Leistung an einem Kastenwagen, an einem Berlingo. Macht natürlich auch Sinn, er sagt, wenn er beladen ist, ist er mir ein bisschen zu langsam, kann ich verstehen. Jetzt muss ich mal eben gucken, wo wir denn da überhaupt dran müssen. Als Ignition-Modul vielleicht so? Können wir da irgendwas bestellen? So, vielleicht erstmal... Komm, wir schicken den direkt erstmal auf den Prüfstand. Aufs Dino. Heißt die sogar Dino Roller? Da bin ich ja mal gespannt. Oh, geil. Kann ich so Gas geben? Ne, kann ich so leider nicht. Alles klar. Also. Ach, ist das fett, ey. Chip Tuning Manual. Beginning by Launching Programm. Also, fangen Sie an. Fangen Sie mit dem Ausführen des Programm EEPROM-Programms an.
ihre Aufgabe ist es, die Blocks gleichzusetzen, mit gleichen Leveln auszustatten. Jede Modifikation eines Blockes verändert die Level der anderen Blöcke, also die Höhe der anderen Blöcke. Als Beispiel, wenn sie den ersten Block höher ziehen, wird der zweite fallen. Power wird erreicht oder hinzugefügt oder durchs Chiptuning. Achso, Power, also die Power, die man durchs Chiptuning erreicht, ist quasi gleichzusetzen mit der Höhe der drei Blocks in einer Linie. So, das müssen wir dann gleich gucken, wie wir das dann irgendwie hinkriegen. Nachdem sie alle drei Blöcke ausgelevelt haben, klicken sie den Upload-Button und dann wird ein Dynameter-Test, also ein Dynometer-Test durchgeführt, indem man die OBD Link Pro Software verwendet. Ja, achso, das ist dann diese hier, alles klar. Ja, fangen wir doch mal an. Oh, und da sehen wir schon, der dritte Balken ist auf jeden Fall deftig hoch. Da können wir noch sehr viel Leistung rausholen. Ja. So. So vielleicht. 10% haben wir auf jeden Fall sicher, so wie es aussieht. Ich würde sagen, das nehmen wir. Right EEPROM. War das jetzt schon Upload? Mal eben in OBD-Link und beginn Dino-Test. Da geht's dann los. Schade, ich dachte, ich könnte jetzt selber Gas geben, aber es geht leider nicht. Wir drehen den Motor hoch. Im vierten Gang wird's ja meistens immer so gemacht. 5600 Touren und ich habe gar nicht gesehen, wie viel Leistung wir da jetzt im Endeffekt haben. Differenz minus 43%. Wie kann das denn sein? Wieso haben wir denn jetzt nur so 43... Hä? Hab ich so schlecht getuned oder was? Incorrect Ratio, was soll das denn? Ich mach das, ich probiere jetzt einfach nochmal ein bisschen rum. Und hier kriegen wir schon mal ein bisschen mehr Power, aber nicht mehr als 75. Nicht mal 75 schaffen wir, das ist ja arm. Woran liegt denn das? Habe ich das jetzt nicht so ganz verstanden, was? So. Chip Tuning Manual. Level of Block Number 2 will fall. At the level close to expected increase in power. Ja. Da muss ich halt so lange. Muss ich da was ausprobieren oder was? Da steht auch immer Incorrect Ratio. Was soll das denn heißen? Ja, ich verstehe es gerade echt nicht. Vor allen Dingen dieses Incorrect Ratio verstehe ich nicht. Hier ist so ein Hexatuner oder was? Vielleicht sollten wir erst nochmal hingehen und checken, ob alle Teile okay sind. Obwohl, das kann doch eigentlich auch nicht sein. Weil, wie komme ich eigentlich hier raus? Muss ich das erst alles machen? Das kann doch eigentlich auch nicht sein, weil sonst würden wir doch genau, mindestens doch genau dieselbe Leistung kriegen wie vorher, oder? Ich probiere jetzt echt nochmal ein bisschen rum. Was soll denn das? Oha, 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 oha. Na, 74 PS, das bringt es natürlich auch nicht. Schön, dass der hier einfach nochmal weiterläuft. Ich weiß nicht, was dieses Incorrect Ratio heißen soll. Kommen nicht auf gute PS-Zahlen. Haben wir jetzt schon jemals? Ja, ist ja gut. Beruhig dich, Motor. Beruhig dich. Haben wir jetzt schon irgendwas verändert? Am Motor? Also haben wir jetzt vielleicht durch unseren ersten Test irgendwas kaputt gemacht oder so? Wir haben jetzt auch minus 40% Leistung gehabt. Und wir werden jetzt auch wieder ein richtig schlechtes Ergebnis kriegen.
Na, 75. Ja, okay, da haben wir wieder Standardwert. Das ist der Standardwert. So. Ja, 40, 50, 60, 70. Ne, 74. Ja, pass mal auf. Ich lese mir das nochmal eben durch. Also, Beginn bei Launching Programm EEPROM. Haben wir gemacht. Haben wir das hier gemacht. So, your task is to set the blocks at equal levels. Man soll also die Blöcke gleich hoch machen. Was wir irgendwie nicht ganz hinkriegen hier. Das ist immer so unterschiedlich. Ist das gleich hoch? Das ist auch nicht gleich hoch, oder? Das ist schon fast gleich hoch, oder? Right EEPROM, checken wir nochmal eben. 30, 40, 50 PS, 60 PS, klettere 70 PS. Nein, er klettert nicht. Scheiße, er sinkt auch sogar schon sehr früh wieder. Außerdem müsste der auch hier landen, bei 10%. Müssten wir die irgendwie alle gleich leveln, aber ich... Ich weiß nicht wie. Also wenn man 1 erhöht, fällt 2. Wenn man 2 erhöht, fällt 3 und 1. Oder fängt auch wieder von neuem an, oder was? So, so. Da! Proper Ratio, na bitte! Zack! OBD-Link, testen wir doch einmal. Natürlich, ja, dann... das ist also mit einer richtigen Ratio gemeint, dass man da guckt, dass die wirklich alle auf einem Level sind. Man muss da... Das ist ein kleines Puzzlespiel, würde ich mal sagen, ne? Bam! 6 PS mehr. Haben sogar 20%. 90, 15 PS mehr. Das ist ja unfassbar. Haben wir richtig was rausgeholt hier. Achso, guck mal. Und dann wechselt er auch direkt schon zu unserer Garage zurück, weil wir das Ziel quasi erreicht haben. Und das müsste doch auch hier zu sehen sein. Jawohl, Chiptuning performt, 10%. Zack, für 1000 Euro. Oder 1000 Dollar. Finde ich mal gar nicht so teuer, ne? Also, mal eben 10% mehr Leistung oder 20, wie er jetzt sogar gekriegt hat. 50 PS für 1000 Dollar, geht doch noch. So. Weiter geht's aber. Finde und eliminiere den Fehler oder die Ursache. Meine Tires are wearing out unevenly. Also meine Reifen sind ungleich abgefahren. Ich habe keine Ahnung warum. Ich muss den Fehler finden. Bitte. Und schon wieder an dem dicken Fass. Und ich gucke nochmal, stehen uns mal eben hier in die letzte Ecke der Werkstatt, der Lounge. Lassen wir nochmal kurz den Blick auf uns wirken. Ich mache eine kleine Aufnahmepause und werde meinen Gemütszustand und mein wackeliges Blickfeld auf das des Fahrers hier anpassen. Oder unserer virtuellen Spielfigur und gehe mir jetzt einen saufen. Nein, natürlich nicht. Ich gehe schön ein Bad nehmen und lasse das Ganze hier rendern. Sag bis zur nächsten Folge. Danke fürs Zusehen. Guckt auch, wie gesagt, mal bei TGN rein. Guckt in meine anderen Videos rein und immer schön weiterempfehlen, weitersagen. Das fände ich super. Alles klar. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.